Es gibt im Bereich der Social Media und des Social Business viele Missverständnisse. Und die einen sind euphorisch dafür und andere warnen und was weiß ich nicht. Und deswegen will ich das Ganze versuchen, ein bisschen zu sortieren und dann daraus ableiten, was versteht man unter Wirtschaften mit Social Media. Das ist nämlich das, worauf ich mich konzentrieren werde. Und dann einige Empfehlungen für den erfolgreichen Einsatz von Social Media. Es gibt ein paar Worte, bei denen werde ich immer ganz vorsichtig. Zu diesen Worten gehört sozial, zu diesen Worten gehört ökologisch, zu diesen Worten gehört nachhaltig. Wenn Sie einen Ingenieur fragen, zum Beispiel in Stuttgart, was nachhaltig ist, wird er Ihnen was ganz anderes erzählen als ein Politiker. Genauso ist das hier mit dem Begriff Social oder sozial. Es gibt dort im Grunde genommen drei verschiedene Grundverständnisse. Ein Grundverständnis ist, wir hatten es gerade schon in der Diskussion um Vereine oder über NGOs, der Non-Profit-Gedanke, ich tue etwas Soziales, was immer das auch sein mag. Das können NGOs sein, es können aber auch, wie wir es im Lübser-Beispiel hatten, marktgängige Unternehmen sein, die dann sagen wir mal, einen Imagewandel oder eine Imagefixierung vollziehen wollen. Die sagen wollen, guck doch mal, wir sind auf dem und dem Gebiet wir aktiv, wir engagieren uns für das, das und das und das. Das sind eben meistens Non-Profit-Ansätze. Dann gibt es so den zweiten Bereich, wo man sagt, na ja, wir wirtschaften, wir sind im Bereich Social Business tätig, aber wir machen das anders. Wir wollen nicht Eigentümer oder Aktionäre, Shareholder oder andere davon profitieren lassen, sondern wir wollen eine noch anders definierte Zielgruppe davon profitieren lassen. Die Gemeinschaft oder eine Zielgruppe von besonders Bedürftigen. Und da ist dann aber ein echtes Geschäftsziel da, auch eine Gewinnerzielungsabsicht. Aber diese Gewinnerzielungsabsicht, die wird investiert in irgendeine näher definierte Gruppe und ist nicht primär ein Rückfluss an die Unternehmer. Klar, wenn da Leute beschäftigt werden, die müssen natürlich auch ein auskömmliches Einkommen haben. Aber es besteht keine Gewinnerzielungsabsicht in diesem Bereich für die Eigentümer, für das obere Management oder was weiß ich. Das ist so eine Mittelgruppe, die ist hier mit dem gelben Bereich bezeichnet. Soziale und oder ökologische Ziele unter der Bedingung Kostendeckung, also ein Business-Ansatz. Gewinne werden reinvestiert oder in andere soziale Businesses investiert. Neue werden angestoßen. Geld ist sozusagen wird immer in einem Zyklus, immer von einer sozialen Tat zur nächsten geschoben. Beim Non-Profit sind es ausschließlich soziale und oder ökologische Ziele. Man braucht dort Querfinanzierungen, Spenden, Zuwendungen und das Geld hat eben für diesen Zweck einen bestimmten Lebenszyklus. Nun gibt es aber den Begriff, der unter anderem auch von IBM geprägt wurde. Da ist der Grundgedanke, Social Media, was immer das auch sein mag, einzusetzen für ganz genau normale Geschäftszwecke. Also wir kommen 10 Jahre, 15 Jahre, reden wir jetzt über Kundenorientierung. Und früher hat man gesagt, da schickst du Leute auf die Straße und die verteilen irgendwelche Fragebögen und da musst du ankreuzen und dann läufst du durch die Bundesbahnzüge und befragst die Kunden. Und heutzutage sagen wir, wie wir das gerade gehört haben in dem hervorragenden Vortrag gerade, wir können das Internet und entsprechende Medien im Internet dafür sehr zielgruppenspezifisch und auch kostengünstig nutzen. Und bei diesem dritten Ansatz, da geht es aber wirklich dann darum, so wie dem Unternehmen, von dem wir gerade gehört haben, dem Hotelunternehmen, dass es wirtschaftlich besser dasteht. Dort werden Social Media eingesetzt zur Optimierung, sagen wir, von Umsatz, Gewinn und Profitabilität von Unternehmen. Das muss man ganz klar unterscheiden, wenn man über verschiedene Beispiele redet. Da haben wir einerseits Muhammad Yunus, der ein sehr gesellschaftliches Verständnis von Social Business hat. Lösung oder Unterstützung gesellschaftlicher Probleme. Bei uns im
E-Lotsen Mitteldeutschland ist das nicht der Fokus in unserem Projekt. Wir beschäftigen uns auch sehr viel. Wir haben gerade eigene Crowdfunding-Kampagnen mal versuchsweise inszeniert und. Aber das ist bei uns nicht der Fokus. Wenngleich ich verstehen kann, dass an vielen Stellen, also nehmen wir mal ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern, das nun wirklich sehr stark auch von seinem Image als wunderschöne Landschaft, Meer, Seen, Wald lebt. Dieses Land versucht sich natürlich über viele Initiativen ein entsprechendes Image zu geben, um mittelbar die richtigen Zielgruppen im Tourismus zu erreichen. Das verstehe ich. Dort berühren sich diese Welten. Dort berühren sich die kommerziellen und gesellschaftlichen Interessen mit anderen Belangen. Aber das ist bei uns in Leipzig nicht unbedingt unser Fokus. Und dann gibt es eine Definition, naja, von IBM wohl schon wieder. Das ist Business mit modernen und fortgeschrittenen Informations- und Kommunikationstechniken im Bereich Social Media. Eines der großen Missverständnisse ist, dass man diese nur einsetzt zur Vertriebsunterstützung oder zur Kundenbindung. Das war, wie wir in unserem Fachjargon sagen, die Killer-App. Also das war die Anwendung, der Anwendungsbereich, wo es am nächsten lag. Kunden über Produkte, über Produktkataloge zu informieren, mit Kunden in Kontakt zu treten, Kundenmeinungen zu beeinflussen, Empfehlungen einzusammeln, alles, was wir gerade gehört haben. Der Fokus hat sich aber zumindest für technologieorientierte Unternehmen, und damit haben wir es bei uns in der Region auch zu tun, aber wir stehen auch mit den Stuttgartern, mit den Nordrhein-Westfalen im Kontakt, für technologieorientierte Unternehmen. Und ich meine nicht nur Großunternehmen, ich meine nicht die Unternehmen mit 1.000 oder 10.000 Leuten, sondern ich meine spezialisierte Softwarehäuser, ich meine Leute, die Datenmanagement für andere Firmen betreiben, ich meine Marketingunterstützer. Das können Firmen sein, 20, 30, 50 Leute. Und für die wird immer wichtiger, ihre Produkte zu verbessern über die Kontakte mit dem Kunden. Kundengruppen an sich zu binden, Ideen zu bekommen, neue Features ihres Produktes oder auch ganz revolutionäre Ideen mit ihren Kunden zu diskutieren, also die Social Media einzusetzen für die frühen Phasen, für die Produktentwicklung. Wir haben gerade richtigerweise gehört, die Märkte werden immer transparenter, gerade durch Social Media und das Internet. Irgendein Scheiß über eine gute Kampagne verkaufen, so geht das heute nicht mehr. Sondern, wenn ich in die Zielgruppe etwas hineingeben will, ist die Grundidee, dass ich auch was raushole. Dass ich Ideen raushole, Einstellungen, dass ich den Kunden, da gibt es das Wort vom Co-Produzenten, aber auch zum Co-Entwickler meiner Produkte mache. Dass ich also sehr eng Kundengruppen, man spricht auch oft von Lead-Usern, insbesondere wenn es um technisch hochstehende Produkte geht, den Kunden an mich zu binden, in dem Sinne, dass er mir laufend Ideen gibt, was ich an meinen Produkten verbessern könnte und mir laufend dabei hilft, dieses zu tun. Also das sind die beiden unterschiedlichen Ansätze, die wir haben. Ja, Social Business übersetzt soziales Business, adressieren sozialer und ökologischer Probleme, finanzielle und ökologische Nachhaltigkeit. Wir hatten es ja schon, keine Auszahlung von Dividenden, Rückfluss von Profit nur ins Unternehmen, Reinvestition in weitere soziale, umweltverantwortliches, angemessene und marktgerechte Gehälter für die Mitarbeiter, wobei es da oft hakt. Da ist auch sehr viel Selbstausbeutung im Spiel und so weiter. Hier ist ein schönes Beispiel und da muss man sagen, das Beispiel ist deswegen besonders schön, weil das 20 Jahre schon funktioniert. Ein Hotel, es nennt sich Integrationshotel, von Behinderten für Behinderte. Der Ansatz ist, dass man sagt, naja, es gibt viele verschiedene Arten von Behinderungen, aber Behinderte wissen am besten, wie man auf andere Behinderte eingehen kann. Das ist der Grundansatz. Und hier hat man ein Geschäftsmodell gefunden und hat das auch relativ breit bekannt gemacht, auch über viele Verbände und Vereine. Und so hat man jetzt in Hamburg zum Beispiel hier den einen Anlaufpunkt für Behinderte. Und gleichzeitig hat man aber auch für Menschen mit Behinderungen attraktive Arbeitsplätze. Ob jetzt jeder Behinderte immer nur mit anderen Behinderten zusammen sein will, weiß ich wiederum nicht. Aber das ist zumindest hier der Ansatz. Ganz bekannt ist im Augenblick sind die Schacks, das Karma-Schacks-Projekt.
dass sozusagen die mittlere Säule von den drei Säulen, das Beispiel gerade war die erste Säule, das ist jetzt die mittlere Säule, da wird auch viel gemacht, was ich gerade gesagt habe. Es wird Geld aus einer Community akquiriert, es werden Ideen geholt für das Schuhdesign, es wird eine Community, eine elitäre Community gebildet und dort hinein verkauft man im Sinne eines Fair Trade und einer Fair Production, einer fairen Produktion, eines fairen Handels, Geschäftsmodell, nachhaltige Herstellung von gewissen Klassen von Trendschuhen für gewisse Communities. Man bemüht sich dann auch die Herstellung, die Herstellungsprozesse in unterprivilegierten Gegenden der Welt zu organisieren und dort dafür zu sorgen, dass Qualitätsstandards, Arbeitsstandards, Bezahlstandards durchgesetzt werden, sodass zu fairen Bedingungen produziert wird und was immer das sein mag, ökologische Rohstoffe verwendet werden. Und hier haben wir dann eben die sozialen und nachhaltigen Aspekte und die Kundenbindung, das ganze Ideenmanagement, die Kundenbindung und so weiter geht dann eben über Social Media. Ja, IBM spricht eher vom, vom Social Business im Sinne einer vollen Kommerzialität. Früher hat man gesagt, Social Media, das ist so das Mitmach-Web. Unkomplizierte Beteiligung. Schnell erreichbar sein, ich kann meine Meinung sagen, kann meine Meinung abgeben, kann ein Foto hochladen, kann kommunizieren, schnell Kontakte knüpfen, das Mitmach-Web. Man hat eben, das habe ich gerade schon betont, am Anfang immer gedacht, das ist eine reine Informationsquelle. Nein, das sind soziale Prozesse, die in alle Teilgeschäftsprozesse eines Unternehmens eingreifen können. In die Finanzierung, dann sind wir zum Beispiel beim Crowdfunding, in die Entwicklung, dann sind wir dabei, dass über das Internet sich Gruppen bilden, die mithelfen an der Produktdefinition. In der Erbringung, vor allen Dingen, wenn es elektronische Dienstleistungen sind, wird der Kunde eingespannt zur Kostenentlastung in die Erbringungsprozesse, in die Vermarktung, aber auch in späteren Phasen, gerade bei technischen Gütern, werden die Kunden eingebunden. Die Kunden sind dann aber oft selber wieder Businesskunden. Das sind selbst, man muss unterscheiden, ob das Individuen sind, der Kunde, oder ob das Geschäftskunden sind. Und so spricht man eben in dem Bereich dann von Business to Business. Und in dem Bereich sind natürlich die Kunden selber Spezialisten und sind sehr wertvoll für den Anbieter. Und dort werden sie zum Beispiel auch eingebunden in die ganzen Wartungsprozesse, hinterher, falls das Produkt nicht leistungsfähig genug ist, optimiert werden muss und, und. Also ein Irrglaube zu meinen, Social Media sind nur zum Durchdrücken von irgendwelchen Kampagnen. Sie werden mehr und mehr in adäquater Form in alle Geschäftsprozesse, insbesondere bei Business-to-Business-Geschäft. Also wenn ein Unternehmen einem anderen Unternehmen was verkauft und insbesondere eben auch bei hochtechnologischen Gütern eingebunden, dann komme ich zur Integration dieser Social Media in eine Business-Strategie. Das geht nicht reibungslos vonstatten und nicht ohne, dass sich auch die eigenen Mitarbeiter ändern. Wir müssen uns auf Kunden und Netzwerke ausrichten und nicht mal betriebsinterne Prozesse. Geschäfte beschleunigen, schnelle Entscheidungen treffen, schnellerer Informationstransfer zum Kunden und umgekehrt, Innovationen schaffen, Produktwerte steigern, das sind heute so die Schlagworte. Wer von Ihnen kennt Second Life? Ja, doch einige. Das war mal vor 4, 5 Jahren, ging das los, oder vor 4 Jahren, da war das ein Hype. Was Sie dort sehen, das bin nicht ich. Ich könnte es aber sein. Ja? Oder ich könnte auch hier der wie heißt dieser tolle Boxer da aus der Ukraine, könnte auch der Klitschko sein in Second Life. Ein anderes Leben. Was ist die Grundidee von Second Life? Ist ein soziales Netzwerk, aber es visualisiert sehr stark. Es schafft Räume, es schafft Avatare. Ich kann mir im Second Life einen eigenen Körper, einen neuen Körper geben. Das geht mit
Wir haben sowas vor 20 Jahren in Stuttgart mitentwickelt und das geht mit den Werkzeugen heute relativ einfach. Ich brauche sowas ähnlich wie einen Scanner und dann kann ich irgendwie ja, eine Figur im Second Life sein. Meine Tochter kann eine Figur in Second Life sein und die Oma auch. Und die Oma sitzt in München und ich sitze in Leipzig und meine Tochter sitzt in Stuttgart. Und dann können wir zusammen shoppen gehen mit unseren Avataren. Dort sind dann Einkaufsmöglichkeiten im Internet, visualisierte Einkaufsmöglichkeiten im Internet. Und es ist eine, im Grunde genommen eine integrierte Videokonferenzfunktion. Und es stecken eben, um sozusagen eine Abfolge, ein Skript zu realisieren, stecken Social Media dahinter. Ja, dann können wir gemeinsam shoppen gehen. Das hat sich noch nicht so durchgesetzt, weil ganz so einfach ist es dann doch nicht, wie ich das erzähle. Es ist erstaunlich einfach, aber Twitter und Facebook ist eben einfacher. Aber in die Richtung wird es irgendwann weitergehen. Es wird sich irgendwann eben so etwas wie eine Second-Life-Wirtschaft entwickeln. Zum Beispiel IBM hat einen Shop. Alle die Großen, die auf sich gehalten haben, das war mal eine Zeit lang modern. Das ist jetzt wieder ein bisschen abgeebbt, aber das wird wiederkommen. Da wollte ich Ihnen nur mal so einen Ausblick geben auf die Zukunft. Ja, jetzt, was versteht man denn unter Wirtschaft mit Social Media? Welche Kanäle werden schon genutzt? Und das haben wir mal versucht, so ein bisschen zu klassifizieren. Themenspezifische, firmenspezifische Nutzer- und Fangruppen bilden ist ein Schwerpunkt. Crowdfunding, Crowdsourcing, Crowddesign ist im Augenblick in skandinavischen Ländern, in den USA, in angloamerikanischen Ländern schon sehr verbreitet. Wir machen gerade mit lokalen Unternehmern, mit Handwerkern, mit lokalen Unternehmern in Leipzig da Versuche, ob man sowas auch lokal irgendwie hinbekommt für etwas, was den Leuten gefällt. Dass Leute sagen, ja, dieses Produkt möchte ich haben. Also Sie kennen doch bestimmt die Firma Hollister, die die T-Shirts individualisiert produziert. Und jetzt könnte man ja für gewisse Aktionen eine Crowdfunding-Aktion machen. Man muss ja nicht immer in den Kapitalmarkt gehen, keine Crowdfunding-Aktion machen. Also das ist ein Gebiet, auf dem sehr viel passiert gerade. Werbeaktionen, das klassische Diskussionsforen, Ratgeber, Frage-Antwort-Foren. Und dann kann man auch Unterräume schaffen, in die nicht jeder reingucken kann. Das macht man sehr oft im Business-to-Business, dass man sagt, wir machen eine geschlossene Nutzergruppe und in der geschlossenen Nutzergruppe können wir offen miteinander reden und wenn, da guckt auch vielleicht die Konkurrenz nicht direkt rein und so weiter und so fort. Man kann also innerhalb dieser Social Media sich auch etwas abgeschlossenere Räume schaffen. Das sind so die Standardanwendungen, die man heute im Wesentlichen kennt. Jetzt muss man Folgendes in Deutschland sagen. Wir Deutschen sind eigentlich ursprünglich eine Top-Down-Gesellschaft. Bei uns passiert alles von oben nach unten. Oder passiert da vieles von oben nach unten. Wir haben, sagen wir mal, vor 15, 20 Jahren sind wir ins Prozessmanagement eingestiegen. Pardon. Früher hatten wir Anweisungen, Merkblätter. Diese Social Media drehen vieles um. Wir müssen vieles akzeptieren, dass sich Dinge von unten entwickeln und nicht mehr, dass wir irgendetwas durchdrücken. Jetzt ist es aber so, dass von unten, das kann auch leicht im Chaos enden. Die Kunst besteht darin, diese beiden Welten zusammenzubringen. Und die Leute, die an der Schnittstelle zwischen, also die besonders aktiven User oder Kunden oder Ideengeber, mit den Leuten im Unternehmen, die an den Schnittstellen zusammenkommen, zusammenzubringen. Und da müssen die eigenen Mitarbeiter auch ein kulturelles Verständnis dafür entwickeln. Gut, heute findet man viele junge Menschen und auch mein Vorredner war etwas anders gekleidet als ich. Ich denke, der passt besser in diese Welt hinein als ich. Man muss auch den, wie man so schön sagt, den Mindset, die Verinnerlichung der Kultur haben. Und dann kann man vielleicht das von oben nach unten und das von unten nach oben, kann man das vielleicht zum Wohle von irgendetwas, von einem Unternehmen oder von einer Sache voranbringen. Wir, wie gesagt, in Deutschland haben sehr lange, waren sehr gut vom Übergeordneten zum Speziellen straff organisiert. Neu, das sind Guerilla-Strukturen, die sich da aufbauen, Guerilla-Taktiken. Ungewöhnlich und
Überraschend, unkonventionelle, kostengünstige Mittel, um einen möglichst hohen Effekt zu erreichen. Facebook-Aktionen, Flashmobs, wer kennt Flashmobs? Ja, das ist auch so eine Sache, sehr wirkungsvoll, kann aber auch in die Hose gehen. Videos, Graffiti, also ich habe nicht gerne Graffiti in meinem Haus, aber das gehört alles zu dieser Kultur. Mitmachaufrufe, das sind die modernen Formen, aktionistisch. Nike hat dazu aufgerufen, Aufkleber an Parkbänke zu machen. Nivea ist doch eigentlich ein Uraltprodukt. Nivea ist halt ein preiswertes Produkt und ein sehr wirkungsvolles Produkt, wie ich finde. Und Nivea wollte sich bei jungen, umweltbewussten Trendgruppen ein neues Image schaffen und hat zu Flashmobs und Aktionen aufgerufen, wo sich die Leute dann die Gesichter mit Nivea-Creme weiß eingeschmiert haben und dann sich irgendwie die Lippen rot gemalt haben. Und so hat man versucht, in solchen Aktionen übers Internet Nivea als neu am Markt zu platzieren, als eine Kult- und Trendmarke mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und sich abzusetzen von den Luxusmarken. Oder, das war eines der witzigsten Beispiele, das uns vorgekommen ist, da hat die Fluggesellschaft Germanwings den Konkurrenten EasyJet mit einer kleinen Aktion an Bord einer Maschine überrascht. Das ging natürlich durch die Medien. Wie das rechtlich alles zu bewerten ist, da kommen wir dann sehr oft in rechtliche Grauzonen hinein. Diese neuen Strukturen, die sich da bilden, die können verwirrend sein und können in Konkurrenz treten zu Bestehendem. Das sind Aufgaben innerhalb der Unternehmen, die zu lösen sind. Statt straff geführter Organisation, agile Ad-Hoc-Strukturen. Das Ziel ist eben, beide Strukturen zu vereinigen und darüber zu neuen Formen, sehr effizienten Formen mit aktiven Kunden und Ideengebern und Mitstreitern zu kommen. Ja, Rücksichtnahme auf deren Bedürfnisse, um gemeinsam bestmöglichen Nutzen zu schaffen. Da gibt es ja dieses Paradigma der Win-Win-Ökonomie, also beide Seiten müssen irgendwas davon haben. Kann natürlich nicht sein, dass beide immer nur Geld davon haben. Vielleicht will der eine Geld haben und der andere will einen nicht monetären Nutzen oder so. Auf jeden Fall müssen Win-Win-Situationen entstehen. Ja, 5 Minuten habe ich noch. Und diese Strukturen, die müssen auf Dauer, wenn das funktionieren soll, natürlich von den Unternehmen verinnerlicht werden. Einmal eine Aktion zu machen, wie wir das in dem hervorragenden Vortrag gerade gehört haben, ist eine Sache. Aber das zum Teil, ob das jetzt ein Bierproduzent machen muss, aber wenn ich zum Beispiel ein Beratungsunternehmen bin, das zum Teil meiner Firmenkultur zu machen, das ist die nächste Aufgabe. Ja, hier unten sehen Sie zum Beispiel, wir arbeiten sehr gut zusammen mit anderen Leuten, die auf dem Gebiet arbeiten. Ich gebe dann immer die Quellen an. Hier hat man Handlungsfelder identifiziert in einem Socialist Business. Man wird Marketing und PR umkrempeln müssen. Wir haben gerade schon von CRM gehört, Customer Relationship Management. Die geordnete Verbindung zum Kunden herstellen, aufrechterhalten. Und da gibt es eben den neuen Fachbegriff des Social Customer Relationship Management, unternehmensinterne Kommunikation zu befördern und Kollaboration. Das kann ja nicht am Bildschirm aufhören, das muss ja in der Kantine weitergehen. So etwas wie soziale Intelligenz und Gespür für soziale Prozesse zu entwickeln. Soziale Prozesse sind keine Durchsetzungsprozesse, das sind Abstimmungsprozesse, das sind Lösungsfindungsprozesse. Da läuft man auch mal in die Irre, aber dann kriegt man das irgendwann auch wieder eingefangen. Service und Support anzubinden. Wir denken immer nur an Vertrieb, aber wir wissen ja, ein unzufriedener Kunde steckt 4 bis 5 andere Kunden an. Also müssen wir in Service und Vertrieb auch soziale Medien in adäquater Form nutzen. Sehr wichtiger Bereich, wenn Sie ein Unternehmen sind, zum Beispiel haben wir an vielen Stellen in neuen Bundesländern Schwierigkeiten, qualifizierte Facharbeiter zu finden oder hochqualifizierte Leute. Da müssen Sie auch in soziale Netze reingehen und müssen sich entsprechend positionieren zur Personalgewinnung. Ja? Also gute Leute zu kriegen, ist ein Thema. Ja, und dann eben im Innovationsmanagement,
im betrieblichen Innovationsmanagement. Wie kommt das Neue in die Welt? Früher hat man gesagt, genialer Mensch, überlegt sich was. Heute würde man sagen, durch viele Kontakte in adäquaten Netzwerken. Wen haben wir denn hier? Ja, das ist aus unserem eigenen, das ist vom E-Lotsen Berlin. Haben wir hier den Handlungsleitfaden entnommen, Handlungsfelder definieren, Ziele, Erwartungen und mögliche Ergebnisse definieren, Kanäle analysieren, zielgerichtete Kanalauswahl, alles das, was wir im vorherigen Vortrag eigentlich gehört haben. Das können Sie natürlich selber machen oder Sie nehmen einen Profi. Manchmal ist es fürs erste oder zweite Mal besser, man nimmt einen Profi. Wir dürfen Sie zum Beispiel im E-Lotsen, dürfen wir gar nicht solche Projekte mit Ihnen durchführen. Wir dürfen Ihnen nur sagen, was man kann, was man machen muss, aber selber machen dürfen wir das ja nicht in unserem E-Lotsen. Zielgruppe definieren, deren Bedürfnisse kennenlernen, rechtliche Grauzonen ausloten, wie ist das mit personenrelevanten Daten, wie darf ich die weiter wohin stellen, nicht alles, was einer über sich sagt, darf ich auch ausnutzen und weiterverbreiten. Sinnvolle und zielgruppengerechten Content erstellen, Alleinstellungsmerkmale schaffen, Wiedererkennungswert und die Maßnahmen beobachten. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger ausgedrückt, das, was mein Vorredner schon gesagt hat. Wir kommen zum Ende. Ich möchte noch mal ganz besonders darauf hinweisen, auf die Annette Fritsche von der Handwerkskammer in Leipzig, eine sehr agile junge Frau, die auch selber sehr in sozialen Netzwerken aktiv ist. Das ist unsere Projektleiterin und bei mir im Hause der Michael Thieme, falls Sie mal Fragen haben, gerne, jederzeit. Dankeschön.